Wir beschäftigen uns nun mit der Frage, was das Besondere am Grundgesetz ist. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass das Grundgesetz auf die Initiative der Westalliierten zurückging. Das heißt, man wollte einen provisorischen Staat auf dem Territorium der westlichen Besatzungszonen unter Einschluss von West-Berlin entstehen lassen und gab dann nach der Londoner Konferenz im Jahre 1948 den Auftrag an den Verfassungskonvent von Herrenchiemsee. Und es gab dabei bestimmte Vorgaben, nämlich erstens sollte das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland liberaldemokratisch sein, es sollte konstitutionalistisch sein und es sollte föderalistisch sein. Man muss dabei immer sehen, dass das Grundgesetz ein Provisorium bleiben sollte. Das heißt, man ging zunächst davon aus, dass sich diese beiden Staaten im Osten und im Westen zur gleichen Zeit etablierte sich ja die Deutsche Demokratische Republik mit der Staatsgründung am 7. Oktober 1949, dass die irgendwann zusammenwachsen würden. Was man am Grundgesetz sieht, ist ein starker Föderalismus, das heißt starke Länder. Ein relativ schwacher Zentralstaat im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich. Starke Schutzmechanismen gegen Verfassungsfeinde. Da hatte man also aus der Weimarer Verfassung gelernt. Eine wechselseitige Abhängigkeit von Bund und Ländern. Man hat die Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht gestärkt im Grundgesetz im Vergleich zur Weimarer Verfassung. Man hat den Bundespräsidenten im Vergleich zum Reichspräsidenten geschwächt. Wir erinnern uns daran, dass Paul von Hindenburg als der Reichspräsident, der letzte Reichspräsident der Weimarer Republik, Hitler ins Amt gerufen hatte am 30. Januar 1933. Im Gegensatz dazu wurde die Stellung des Kanzlers oder der Kanzlerin gestärkt. Weiterhin kann man in Bezug auf das Grundgesetz von einer sehr starken wirtschaftspolitischen Offenheit sprechen, wobei das Grundgesetz die Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums hervorhebt. Und wenn man sich das Grundgesetz genau anschaut, dann sieht man einige Artikel, Artikel 20, Artikel 28, die wichtigsten Prinzipien zusammenfassen. Das wäre einmal, die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat, eine Republik. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer Staat, ein Bundesstaat. Es ist ein Sozialstaat, ein sozialer Rechtsstaat. Wir sprechen hier von einer Staatsfundamentalnorm. Und ein Prinzip, was in diesem Zusammenhang auch häufig noch genannt wird, ist das Prinzip des offenen Staates. Die Bundesrepublik ist also befugt, Souveränitätsrechte auf internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Europäische Union zu übertragen.